Oh, dann heißt, wir kommen zurück. Wir wollen das Neurotoxin auseinandernehmen. Was ist der Plan? Um GLaDOS zu töten. Zum zweiten Mal. Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Jetzt ist Einfallsreichtum gefragt. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ich fürchte, die Tür ist verschlossen. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten, wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten... Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste... Oh, das war gut gemacht. Gute Neuigkeiten. Ich kann hiermit das Nervengiftsystem außer Kraft setzen. Es ist allerdings passwortgeschützt. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, mach weiter damit. Ach, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter. Entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. So ist es gut. Weiter so. Powerful Laser, wa? Es hat geklappt. Nervengift bei 0%. Ja. Warte. Oh, fuck. Lass mich raus! Giftwort bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Oh! Oh, das kommt letzte Konfettitüte. Das war die letzte Konfettitüte, die wir hatten. Mann! So müssten wir direkt zu ihr gelangen, dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Müssen wir mal ein bisschen in der Anlage umschauen das hier gerade. Das ist riesig hier. Wir sehen nur die oberste Ebene. Das geht noch meilenweit runter. Vor Jahren alles verriegelt. Wir müssten bald da sein. Oh, ich bin so gespannt auf Ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird Sie umhauen. Warte, warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Haha! Das ist die falsche Richtung. Geh zu ihr, ich komme nach. Okay. Faules Sack. Ich denke mal, ich werde das noch spielen bis... Ja. There is a go. Ja, lang ist. Wirklich nicht, dass du darauf reinfällst. Tatsächlich wartet nach diesem Kinderspiel eine noch viel größere Herausforderung auf dich. Hätte ich gewusst, wie leicht man dich ködern kann, hätte ich ein Stück Speck ab einem Seil von der Decke hängen lassen. Nein! Ich will nicht! Nicht noch ein Test! Das war Toilette. Zur Sache. Diesmal hast du hoffentlich mehr zu bieten als eine Portalkanone. Andernfalls bist du die längste Zeit der Präsident des Clubs der Lebendigen gewesen. Haha. Es gibt aber im Ernst keine Portalfläche? Wir könnten natürlich hier rumsitzen und einander anstarren, bis jemand tot umfällt. Aber ich habe eine bessere Idee. Dein alter Bekannter, tödliches Nervengift. Wenn ich oh, du wäre, kenn ich. Jetzt für eine Weile die Luft anhalten. Hallo?
Ich hasse dich so sehr. Warnung, zentraler Kern zu 80% beschädigt. Seltsam, ich fühle mich gar nicht defekt. Ich fühle mich sogar ziemlich gut. Alternative Kern entdeckt. Oh, die sprechen über mich! Schließen Sie den Ersatzkern an, um den Kerntransfer einzuleiten. Kerntransfer? Du machst wohl Witze. Wir machen einfach, was da steht. Schließ mich an. Schließ diesen kleinen Blödmann bloß nicht bei mir an. Oh doch, schließ den kleinen Blödmann an. Wag nicht, ihn anzuschließen. Los, schließ mich an. Tu es nicht. Hör nicht auf sie, tu es. Tu es. Fast geschafft, schließ mich an. Schließ ihn nicht an. Einmal anfliegen. Ersatzkern akzeptiert. Ersatzkern, bereit für den Transfervorgang? Jawoll. Beschädigter Kern, bereit für den Transfervorgang? Nein. Oh ja. Nein, 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 nein. Pakt entdeckt. Transfervorgang kann nicht fortgesetzt werden. Ja. Hol mich raus! Ausleihen-Pakt-Mitarbeiter ist vor Ort, um die Pakt-Auflösungstaste zu drücken. Lass mich drücken! Lass mich drücken! Komm einfach drauf! Tu nicht so schnell. Denk darüber nach. Nur autorisierte Personen dürfen diesen Knopf drücken. Du bist nicht berechtigt dazu. Hör nicht auf sie. Ja, stimmt. Du hast keine Berechtigung dazu. Du hast etwas viel Wichtigeres. Nämlich einen Finger. Und damit drückst du den Knopf. Dann kann sie uns nicht töten. Täuscht Autorisierung vor. Das kommt auf die Liste deiner Zuwiderhandlungen, die ich erstellt habe. Besser gesagt, die ich noch erstelle. Denn du hörst einfach nicht auf damit, obwohl ich es dir befehle. Hör übrigens auf damit. Gelöst. Zurück zur Kerntransferstation. GLaDOS Killen 2.0! Und wenn das wehtut, wenn das richtig wehtut, oh, daran habe ich nicht gedacht. Oh, glaube mir, das wird es. Sagst du das jetzt nur so oder tut das wirklich weh? Das sagst du nur so, oder? Du willst nur, ich meine, das tut wirklich weh, oder? Keine Portalflächen! Hände weg von mir! Nein! Stopp! Nein! 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 Die Arme! Fahrstuhl voller Glasscherben 15 Meter über den Boden. Ach komm, steig einfach ein und die Details ergeben sich, wenn es soweit ist. Ich habe immer gedacht, wie cool es wäre, wenn ich das alles kontrollieren könnte. Und man, ist das cool. Hast du das gesehen? Ich bin ein verdammtes Genie. You are using this translation software incorrectly. Please consult the user manual. Was habe ich da gerade gesagt? Egal, ich kann es abrufen. Oh, tut mir leid, der Fahrstuhl. Ich bin so vergesslich. Dieser Körper ist einfach nur eine Wucht. Unfassbar, wie klein du bist. Aber ich bin riesig. Böse Lache! Sag mal, warum müssen wir ausgerechnet jetzt von hier abhauen? Weißt du eigentlich, wie gut sich das anfühlt? Ich war das. Der winzig kleine Weekly hat das gemacht. Es war alles ihre Schuld. Du hast nichts getan. Ach echt? Das glaubt ihr zwei also? Dann muss ich wohl was unternehmen. Was tust du da? Nein, nein, nein! Freu dich mal nicht zu früh, junge Dame. Weißt du, was du bist? Egoistisch. Was ich alles geopfert habe, um uns hierher zu bringen. Und was hast du gemacht? Nichts. Nada. Du kommandierst mich nur rum. Und jetzt? Wer ist jetzt hier der Boss? Ich rede nicht mal! Das bin ich. Siehst du? Das ist eine Kartoffelbatterie. Ein Kinderspielzeug. Jetzt lebt sie darin.
Entschuldige, was? Die Techniker wollten unbedingt, dass ich mich benehme, langsamer werde. Einmal haben sie mir sogar einen Intelligenzdämpfer eingesetzt. Er hat sich wie ein Tumor an meinem Hirn festgesetzt und einen endlos Strang dummer Ideen erzeugt. Nein, ich höre gar nicht zu. Es war deine Stimme. Nein, nein, du lügst, du lügst. Du bist der Tumor. Du bist kein normaler Schwachkopf. Du wurdest so konzipiert. Ich bin kein Schwachkopf. Er hat gesagt, 15 Meter beim Boden. 15 Meter beim Boden sollte funktionieren, oder? Was denkt ihr? Auf Wiedersehen, euer Benetoys.